Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ostwind. Ja, ich habe ja das Spiel schon komplett gezeigt und durchgespielt vor einer Weile, aber im Dezember ist ein kostenloses Update erschienen und ich möchte jetzt mal noch einen Blick darauf werfen, was sich denn da verändert hat. Ich möchte nicht nochmal das komplette Spiel durchspielen, aber es gibt ein paar Sachen, die ich da auf jeden Fall mal mit euch anschauen möchte. Für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, Ostwind ist mittlerweile auch für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch verfügbar. Das heißt, wer sich jetzt zum Beispiel nicht hundertprozentig sicher ist, schafft mein PC oder Laptop das? Von den Anforderungen her, da leckt es eventuell. Für den wäre es dann eventuell interessant, auf die PlayStation 4 oder die Nintendo Switch zurückzugreifen, wenn denn die Konsole zu Hause verfügbar ist. Denn natürlich, das ist der Vorteil von Konsolen, dass die Spiele immer für die Konsole optimiert sind und man da nicht noch großartig auf irgendwelche Systemvoraussetzungen achten muss. Die erste Sache, die neu ist, finden wir direkt in den Einstellungen. Und zwar können wir hier unten einen Schwierigkeitsgrad jetzt auswählen. Und zwar haben wir standardmäßig Reitanfänger eingestellt, den leichtesten Schwierigkeitsgrad für unerfahrene Spieler. Dann haben wir Pferdefreund, den normalen Schwierigkeitsgrad. Der bietet den besten Kompromiss zwischen Spielspaß und Herausforderung und wird für die meisten Spieler empfohlen. Wir haben außerdem Pferdeflüsterer, ein schwerer Schwierigkeitsgrad für Spieler, die eine Herausforderung suchen. Und wir haben Norsoc, unmöglicher Schwierigkeitsgrad, nur für Experten, bietet die ultimative Herausforderung für alle Pferdecracks. Ich würde mal sagen, das probieren wir mal aus, ne? Und ich werde jetzt mit dem Klick auf Spielstart meinen alten Spielstand komplett löschen. Und ein neues Spiel starten. Ich werde mit der Tastatur, glaube ich, wieder starten. Das war ein bisschen... Ach, hier werde ich auch gefragt, was ich machen möchte. Dann werden wir uns das jetzt Menschen, mal die mit einer ganz besonderen angucken. Ich klicke jetzt die Dialoge allerdings weiter, weil das habe ich ja alles im Let's Play schon gezeigt. Was sich verändert hat, ist, dass neue Sprachdateien gekommen sind, dass zum Beispiel Tinker mehr Auswahlmöglichkeiten hat und nicht immer dasselbe sagt. Da sind auch Verbesserungen vorgenommen worden. Interessant finde ich aber auch, dass die Missionen überarbeitet wurden und die Spielzeit verlängert wurde. Übrigens dieses Flackern hier, das habe ich irgendwie ab und an, interessanterweise, warum auch immer. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Und es gibt neue Missionen zum Ausreitmodus, die man bekommen kann und einfach finden kann, wenn man sie über den Story-Modus freigeschaltet hat. Es gibt verschiedene Wetter- und Zeitsettings, das heißt die Tageszeit, die Lichteinflüsse sind so ein bisschen sichtbar. Wie gesagt, Wetter gibt es auch. Und man kann nun auch mit dem Controller spielen, das ist auch möglich. Also da ist das ein oder andere neu dazugekommen. Und ich hoffe, wenn ich jetzt hier weiter spiele und starte, dass ich dann nicht mehr diese Bildruckler habe. Ich habe versucht, es zu beheben, aber ich habe es noch nicht hinbekommen. Das hat sich irgendwie das letzte Mal gegeben, wenn ich eine Weile gespielt habe. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber gut. Mika. Dich auch, Meister. So, wie gesagt, das klicken wir jetzt durch. Wer das Spiel sehen möchte mit der Story, der findet am Anfang dieser Playlist hier, findet er natürlich die erste Folge, ist dann die ältere Version ohne diese neuen Upgrades, wie eben zum Beispiel... Zeiteinflüsse, so Lichteinflüsse Wenn und du dein Wetter Gewicht und sowas. Verlagerst, reite zu treiben. So. Aber ja. Da könnt ihr dann die Geschichte nochmal sehen. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht alles nochmal neu spielen, aber definitiv mal einen Blick hier auf die Veränderungen werfen. Jetzt geht das schon wieder mit dem Bildflackern. Ich kann mir echt nicht erklären, woran es liegt. Vielleicht, da war es gerade wieder. Vielleicht ist irgendwas jetzt mit meinen Grafiktreibern. Neue Grafiktreiber müssen ja nicht unbedingt immer die besten sein. Manchmal verursachen sie leider auch Probleme mit Spielen. Und ich denke mal fast, dass es daran liegt. Da steckt man leider immer nie so wirklich drin. Das ist ein bisschen doof. Das war gut. Jetzt Koordination. Eine langsamere Gangart. So, die Gangarten. Da ist jetzt egal, wie ich die... Genau, das war egal, wie ich die reite. Hauptsache, ich komme halt in die Punkte rein und entsprechend muss ich die Gangart eben anpassen. Ja.
Ich hab's aber nicht verlernt. Ich weiß noch nicht, ob das sich wirklich jetzt auch hier gut drauf schon... Dreht noch einmal an Ostwind rechts. Ob sich das jetzt auch hier drauf schon auswirkt mit dem Schwierigkeitsgrad, das weiß ich nicht. Ach, ich durfte ja noch nicht springen. Mika. Ja, ja, ich weiß. Tut mir leid. Jetzt lernen wir gleich erst das Springen. Dann sagt er uns nämlich jetzt, ha, es geht aber noch schneller. Nämlich, wenn man über das Hindernis springt. Genau. Geht es auch noch mit der Maus? Man konnte das... Nee, mit der Maus geht anscheinend nicht mehr. Ich habe das nämlich, glaube ich, immer so gemacht, dass ich mit der linken Maustaste gesprungen bin. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Probier die Strecke von vorher. Oder habe ich... Nee, ich habe das letzte Mal, habe ich auch, glaube ich, mit der Maus an sich gesteuert. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Meine Güte, das ist schon so... Ostwind hat einen Flummi verschluckt. Oh nein. Das arme Tier. Oh. Wow. Stimmt, da kam ja immer noch die Anzeige, wann man den perfekten Sprung macht. Es ist wirklich schon eine Weile her. Ihr merkt es. So, und jetzt müssen wir die Gegend erkunden. Und müssen hier den orangenen Punkten folgen. So, Ostwind ist platt, aber das macht nichts. Wir sind nämlich auch am Ziel unserer Questwünsche. Na, das war ja kein Problem. Objekte sammelst du. So, genau. Objekte sammeln. Oh Gott, was hab ich an der letzten Pferdestatue gesucht? Wie doof habe ich da dran geguckt. Da habe ich wirklich lange, lange, lange nachgesucht. Gut. Reiter zum. So, und jetzt geht's auf Richtung Gut Kaltenbach. Ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen eben auf die Wetter. Was zur Hölle? Auf die Wettereinflüsse. Da muss ich sagen, dass da freue ich mich am meisten drauf, das rauszufinden. Denn Wetter ist für mich immer ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in Spielen. Ich habe es jetzt tatsächlich in Ostwind gar nicht unbedingt vermisst. Aber jetzt, wo es da ist, umso besser. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt gerade wieder merke, viele haben ja die Steuerung immer kritisiert, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde sie eigentlich sogar recht cool. Also ich finde sie eigentlich sehr gut umgesetzt. Nee, also ich finde sie sehr gut umgesetzt. Es spielt sich sehr, sehr angenehm, sehr locker. Sieht müde aus. Darf ich mich um Ostwind kümmern? Was machst du? Wir machen das schon, Tinka. Aber du kannst gerne mitkommen. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe ja sonst immer aus Versehen bei Ostwind mit dem Hufkratzer in den Strahl gehackt. Diejenigen, die die alten Folgen verfolgt haben, die werden sich daran noch erinnern können. Links sinkt seine Verfassung unter. Genau, jetzt müssen wir erstmal hier... So. Warte mal. Ah, nee, nimm die weiche Bürste. Nimm lieber die weiche Bürste für Ostwinds empfindliche Stellen. Du hast die harte Bürste. Nimm die andere. Ah, ja. Vorsichtig, das ist eine empfindliche Stelle. Früher hat sie nur einen Satz gehabt, jetzt hat sie doch schon deutlich mehr. Du hast die harte Bürste. Nimm die andere. Finde ich gut. Nimm die weiche Bürste. Nimm lieber die weiche Bürste für Ostwinds empfindliche Stellen. Ich glaube, das ist die, die früher drin gewesen ist als einzige. Und jetzt haben wir wirklich viel, viel mehr Auswahl. Da war ja ein Pferd unter all dem Schmutz. Tja, das denke ich mir bei Cash auch immer. Beim Staubi-Schlumpf. Führe den Kratzer nah heran, aber nicht den Faum, den Huf zu setzen. Genau, ja. Pass doch auf, Mika. Der Strahl ist voll empfindlich. Das hatten wir früher immer. Ganz vorsichtig. Oh, Vorsicht! Pass auf den Strahl auf, Mika. Da haben wir auch einige neue Sprachdateien. Das finde ich gut. Das ganz ist zwar. Vorsichtig. Ja. Das ist zwar auch im Endeffekt nur eine Kleinigkeit, aber. Es kann schon wirklich nervig sein, wenn man die ganze Zeit denselben Satz um die Ohren geballert bekommt. Und von daher begrüße ich die Änderung doch auf jeden Fall auch sehr. Wobei ich jetzt überlege, ob ich vielleicht doch die Dialoge einfach mal ein bisschen weiterklicke. Nicht weiterklicke und einfach noch mal ein bisschen durchlaufen lasse.
Und wir dann halt einfach ein bisschen spielen, als ob es eine angezockt wäre. Könnte man ja auch machen. Siehst du? Keine Erde und keine Steine mehr. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Daran kann ich mich aber noch erinnern. So, ja, gehen wir mal zurück und gucken mal, was die nächste Aufgabe so von uns verlangt. Was die nächste Quest für einen Inhalt bietet. Wieder bei Herrn Kahn. Okay, ich lasse es jetzt einfach nochmal durchlaufen. Wir tun jetzt einfach mal so, als ob das ein angezockt wäre. Wie gesagt, ich spiele es nicht ganz durch, aber ich glaube, ich würge die jetzt doch mal lieber nicht ab. Das ist gemein denen gegenüber. Also, Herr Kahn, rede aus. Na, Mika, wie fühlt es sich an, wieder auf Ostwind zu sitzen? Total gut. Ich habe Ostwind wirklich vermisst. Wie gut, dass endlich Ferien sind. Und Ostwind sieht auch wieder richtig glücklich aus. Ohne dich war er manchmal schon ein bisschen traurig. Unsere Verbindung ist halt was ganz Besonderes. Lust auf einen kleinen Ausritt? Na klar, ich kann's kaum erwarten. Na dann los. Ich habe euch eine Strecke zum Aufwärmen abgesteckt. Ich habe dir ein paar interessante Stellen in der Umgebung markiert, Mika. Genau das Richtige zum Aufwärmen. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, ob das auch schon schwerer ist jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad Norsoch oder ob das nur diese Rennaufgaben sind, die man hinterher beliebig oft wiederholen kann. In Zeiten müssen wir eine Reihe von Wegpunkten ableiten. Manchmal müssen wir dabei auch noch ein Zeitlimit einhalten. Schauen wir mal, müssen wir hier ein Zeitlimit einhalten? Nee, hier nicht. Das heißt, dann ist es hier, haben wir noch, merkt man das noch nicht wirklich. Aber es ist so ungewohnt, dass ich noch nicht so lange mit Ostwind galoppieren kann, ne? Ich bin das so gewohnt von meinem alten Spielstand, wo ich ja Ostwind schon ziemlich, ziemlich weit gelevelt hatte, dass er da einfach viel länger galoppieren konnte. Galoppieren kann er ja so oder so, aber ich meine hier wirklich im Renngalopp unterwegs ist. Angenehm ist es, wenn Hindernisse kommen, denn wenn ich die wirklich perfekt überspringe, dann füllt sich nämlich die Ausdauer wieder auf. Da kann man auch so ein bisschen taktieren mit später in den Rennen. Und ich denke mal, dass man das bei Norsoch auch machen muss, damit man das überhaupt in den Zeiten schafft, die verlangt werden. Ja. Aber merkt ihr das? Das Flackern wird weniger. Also es war am Anfang war es einmal stark und jetzt ist es deutlich weniger. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich meine Grafiktreiber mit Ostwind erst wieder warm laufen müssen. Na gut, Ostwind muss ich ja auch aufwärmen, ne? Schneller, Ostwind! Muss ich wieder gucken, dass sich die Ausdauer wieder auffüllt. Und das müsste jetzt reichen bis ins Ziel. Schon zurück? Du findest dich also immer noch gut zurecht in der Gegend. Weiter so. Na klaro. Was denken Sie denn, Herr Kahn? Hallo Mika, ich finde es super, dass du wieder hier bist. Ich freue mich auch. Hast du vielleicht Sam gesehen? Ich wollte ihn eigentlich begrüßen. Nein, ich weiß auch nicht, wo er steckt. Aber wenn er die Stelle nicht ausgemistet hat, bevor Frau Kaltenbach zurück ist, dann bekommt er echt Probleme. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Er ist vorher mit seinem Traktor losgefahren. Vielleicht hat er irgendwo ein Nickerchen gemacht. Okay, dann nehme ich jetzt Ostwind und mach mich mal auf die Suche nach der Schlafmütze. Wo ist Sam? Ostwind scheint müde zu sein. Ja, stimmt. Wir sollten ihn vielleicht vorher noch einmal versorgen. Und verpflegen. Was ich nicht weiß, ist, ob die Wetter- und Lichteinflüsse, ob die an irgendwelche bestimmten speziellen Sachen... Nimm die weiche Bürste. Ja, Sachen gebunden sind. Das kann ich gar nicht genau sagen, ob die jetzt vielleicht an gewisse Quests gebunden sind oder wie das gelöst ist. Ich denke mal, das werden wir rausfinden. Ich habe überlegt, dass ich einfach diese Woche... Du hast die harte Bürste. Nimm die andere. Vorsichtig. Ja, ich will ja auch Ostwind den Poppes putzen. Du siehst gut aus, Ostwind. Ostwind sieht aus, als würde er gern ausreiten. Ja, Ausdauer ist wieder voll, alles picobello. Nein, also ich habe mir jetzt gedacht, dass ich einfach diese Woche entweder 5 oder 7 Folgen mal bringe. Oh, sind auch schon fast wieder Level up. Ich habe Sams Lieblingsplatz markiert. Dort müsstest du ihn irgendwo finden. Hoffentlich.
Dass wir einfach noch mal eine Woche lang reinschauen und gucken, was wir da so an Änderungen feststellen im Vergleich zu früher. Beim Suchen müssen wir alle Objekte finden, die in dem markierten Gebiet versteckt sind. Das Suchgebiet wird sowohl auf der Landkarte als auch in der Spielwelt angezeigt. Oh, Käse. Oha, jetzt hat es gerade wieder irgendwie extrem nachgezogen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke einfach mal, dass das an irgendwelchen neueren Grafiktreibern meinerseits liegt, da ich in der alten Version dieses Problem nicht gehabt habe. Da ist er ja. Das war knapp. Sam war noch rechtzeitig zurück und Frau Kaltenbach hat nichts gemerkt. So, und noch mal ein paar Erfahrungspunkte haben wir abgesahnt und Ostwind ist kaum erschöpft. Genau, und Ostwind hat auch Stufe 2 erreicht. Die seine Leistung beeinflussen. Wenn wir schneller rein, das klicke ich jetzt mal durch, ja. Und zwar würde ich jetzt, glaube ich, als erstes mal auf die Ausdauer gehen. Ja, machen wir. Und wir haben eine Reitaufgabe. Die will ich definitiv noch machen. Die Strecke führt von der Koppel zum See und zurück. Kannst du mit Ostwind deine damalige Bestzeit schlagen? Und dann gucken wir nämlich jetzt mal, wie hier die Zeit ist. Das interessiert mich jetzt. Wie gesagt, wir sind auf dem Schwierigkeitsgrad Norsoc unterwegs und mal gucken, was wir hier zu Zeiten vorgegeben bekommen. In Geisterrennen sehen wir unseren eigenen Geist gegen uns reiten. Unsere beste Zeit wird gespeichert und wir können sie immer wieder verbessern. Ach, das war hier. Wir hatten hier nur... Doch, wir haben aber auch hier einen Geist. Ein Computergeist ist quasi unser erster Geist, gegen den wir hier antreten. Wir sind aktuell nur knapp vor ihm. Ganz knapp. Ich könnte mal ein Hindernis gebrauchen hier. Ich bin jetzt echt gespannt, wie ich mich hier auf den Schwierigkeitsgrad Norsoc schlage. Also wenn ich hier so weitermache, dann wird das nix. Alter, jetzt liegt die aber los hier, die andere Mika. Die Geister-Mika und der Geister-Ostwind. Lauf! Der Ausdauer können wir gerade gar nicht so viel machen. Wir müssen einfach hoffen. Nein! Okay, so schaffe ich das natürlich nicht. Jetzt bin ich viel zu weit dahinter. 3:30. Nee, die ist schon im Ziel. Aber nah dran. Versuch es einfach nochmal. Ja, wir versuchen es auf jeden Fall nochmal. Ich bin ja eben auch hängen geblieben. Aber es ist jetzt auf jeden Fall schon deutlich. Von der Koppel zum See und zurück. Deutlich schwerer als auf den anderen Schwierigkeitsgrad, der vorher standardmäßig drin war. So, und ich denke mal fast, wenn der fortgeschrittene Reiter der Standardschwierigkeitsgrad ist, der normale Schwierigkeitsgrad. Ich denke mal, dann ist das der Schwierigkeitsgrad, den wir vorher gehabt haben. Guck mal hier, wie krass schnell die einfach ist. Nein, so wird auch noch erschöpft. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Alter. Aber kann es sein, dass es auch gerade schon so ein bisschen dämmerig wird? Kriegen wir hier gerade schon so einen ersten Lichteinfluss zu sehen? Jetzt habe ich hier eben, das ist eine von den Stellen gewesen, die ich eben versaut habe. Jetzt kriege ich die diesmal gut hin. Oh, jetzt habe ich schon wieder die Ausdauer aufgebraucht. Ja, das ist Mist, wenn ich einmal die Ausdauer aufbrauche. Dann komme ich nicht mehr hinterher. Jetzt habe ich sie schon wieder aufgebraucht. Hoppala. Wenn ich
das Pferd zurücksetze, sind wir dann... Ach, oh. Oh Gott, dann sind wir ja sonst wo. Ja, gut. 19 Sekunden liegen wir zurück. Das ist ja eine super Zeit. Das wäre noch eine Sache, die ich mir wünschen würde. Fällt mir gerade mal so auf, dass wenn man von vornherein weiß, okay, das schaffe ich nicht mehr, weil ich an irgendeiner Stelle hängen geblieben bin. Aber nah dran. Versuch es einfach nochmal. Dass man dann direkt das Rennen neu starten könnte. Alle guten Dinge sind drei. Wir versuchen das Rennen einfach nochmal. Die Strecke führt von der Koppel zum See und zurück. Kannst du? So. Aber ich fand es ganz interessant, wirklich mal hier den Härtetest zu machen und die schwerste Schwierigkeitsstufe zu testen. Einfach mal, um wirklich so einen extremen Vergleich zu haben. Was? Die ist vor mir gestartet. Disqualifizierung. Die ist ganz klar vor mir gestartet. Kann das jetzt sein, dass Ostwind ja auch mit jedem Rennen erschöpfter wird? Warum läufst du nicht weiter? Du wirst doch gar nicht aus erschöpft hier. Weil einfach mit jedem Rennen auch ein bisschen die, das sinkt. Eventuell, ne? Noch liege ich nicht weit zurück. Das Dumme ist, hier sind auch keine Hindernisse, wo ich irgendwie sinnvoll Ausdauer wiederherstellen könnte. Eine Sekunde bin ich zurück. Jetzt ist aber schon wieder Ostwinds Ausdauer leer. Wir kommen Stückchen für Stückchen immer ein bisschen näher ran, habe ich das Gefühl, aber halt wirklich nur ein bisschen. Oh, ich dachte, da könnte ich abkürzen, kann ich aber nicht. Und weiter. Also wir haben uns definitiv im Vergleich zur ersten Runde verbessert. Da hatten wir irgendwas mit 3 Sekunden, glaube ich. Aber so komme ich hier definitiv gerade noch nicht weiter. Ich verabschiede mich aber an dieser Stelle erstmal für heute von euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und dann gucken wir einfach mal, was der Tag uns morgen so bringt. Eventuell muss ich dann einmal runtergehen von der Schwierigkeitsstufe. Gucken wir einfach mal. Auf jeden Fall sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!